Es gibt eine Sura im Koran, die handelt praktisch nur von einer Geschichte. In den meisten Suren werden die Themen abgewechselt. Es gibt mal die Geschichte von Musa, dann gibt es was anderes. Aber es gibt eine Sura, die ist quasi nur einer Geschichte gewidmet. Der Geschichte von einem Propheten. Das ist einmalig im Koran. Und das ist Sura Yusuf. Und aus dieser Sura kann man, eigentlich aus jeder Sura, aber aus dieser ist es besonders leicht, aus ihr kann man viele Lehren ziehen. Aus jedem Vers. Und das ist leicht für jeden. Und Allah erwähnte schon zu Beginn der Sura: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ. In Yusuf und seinen Brüdern sind wahrlich Zeichen für die Fragenden. Nicht nur in Yusuf. In Yusuf und seinen Brüdern. In Yusuf, dem Vorbild, aber auch in seinen Brüdern, die sich tatsächlich in dieser Sura, ja, wie soll man es sagen, sehr schlimm benehmen. Daran sind Zeichen für die Fragenden. Damit können gemeint sein diejenigen, die fragen. Aber As-Sa'il ist auch jemand, der bedürftig ist. Das ist auch eine der Bedeutungen von Sa'il. Also es sind diejenigen, die Fragen stellen, die neugierig sind, sie wollen etwas Neues lernen. Und auch diejenigen, die sich in einer Notlage befinden. Für diese Leute gibt es in der Geschichte von Yusuf und seinen Brüdern Zeichen, Dinge, die es zu erkennen gibt, Lehren, die man daraus ziehen kann. Das heißt, für diejenigen, die in Not sind, ist es nicht einfach eine Abenteuergeschichte. Man liest das nicht zur Unterhaltung. Für diejenigen, die in Not sind, in verschiedenen Arten von Not. إِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Als sie, also die Brüder von Yusuf, sagten: Yusuf und sein Bruder sind bei unserem Vater beliebter als wir. Das ist die Aussage von den Brüdern von Yusuf. Und das ist der Beginn von allem. Man merkt schon, in dieser Sura geht es eigentlich um Liebe. Liebe und Besitz. Besitz in dem Sinne, dass man Kontrolle darüber haben möchte, wen ein anderer liebt und wen nicht. In diesem Fall Jakob, der Vater. Seine Söhne, die Brüder von Yusuf, machen sich Sorgen. Oh, Jakob, unser Vater, er liebt Yusuf und unseren Jüngsten mehr als uns. Wie kann das sein? Es zeigt uns auch, dass nur weil der Vater ein Vorbild ist, heißt das nicht automatisch, dass all seine Kinder ein vorbildhaftes Verhalten an den Tag legen. Das muss nicht unbedingt sein. Jakob war ohne Zweifel ein Vorbild. Er wird als Vaterrolle quasi im Koran beschrieben. Also wenn es einen idealen Vater im Koran gab, dann war es tatsächlich Jakob. Er war auch jemand, der selbst in seinen letzten Minuten, wie in Surat al-Baqarah beschrieben wird, noch an seine Kinder dachte. Wen betet ihr nach mir an, wenn ich nicht mehr bei euch bin? Er hat sich immer um seine Kinder gesorgt. Aber trotzdem kann es sein, dass die Kinder den Eindruck haben, dass er einen vor den anderen bevorzugt. Den Anschein kann es zumindest machen. Aber wir wissen von Jakob, er war kein ungerechter Vater. Also wie kann man das erklären? Nun, es kann durchaus sein, dass ein Vater nicht alle Kinder gleich in einem bestimmten Sinne behandelt. Es kann sein, ein Kind kommt mit einer 1 nach Hause und das andere Kind kommt mit einer 5 nach Hause. Jetzt ist das kein Drama, aber die Reaktion ist eine andere, was auch völlig normal ist. Das heißt, es gibt niemanden, der eigentlich alle Kinder zu jedem Zeitpunkt gleich behandelt. Aber das kommt auch auf die Kinder an. So kann man sich das vielleicht bei Jakob vorstellen. Aber in einem Sinne, dass er ungerecht war, auf keinen Fall. Aber sie beobachten das von außen. Sie sehen einfach nur, oh, Jakob, unser Vater, er liebt Yusuf und seinen Bruder mehr als uns. Warum? وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. Und wir sind doch die Starken, wir sind eine starke Gruppe. Wie kann es sein, dass unser Vater das nicht zu schätzen weiß? Eigentlich müssten wir doch bei ihm beliebter sein als Yusuf und sein Bruder. Wie? Und hier steckt schon eigentlich der Anfang von dem ganzen Desaster. Das ist der Einstieg in die Geschichte, der erste Satz. Und man sieht, dass die Brüder, die Söhne von Jakob, das unter sich besprechen. Sie sitzen zusammen
Und sie reden darüber. Unser Vater, was macht er? Er liebt Yusuf mehr als uns. Warum? Wie kann das sein? Wir sind doch die Starken und er liebt sie mehr. Warum gehen sie nicht zu Jakob und fragen ihn? Und sie sagen, hör mal zu, Vater, so und so ist der Eindruck, den wir haben. Ist das wirklich so oder erkläre es uns doch zumindest. Aber das tun sie nicht. Sie reden nur untereinander. Und wenn man so zusammenhockt und über so etwas redet, dann kann das passieren, dass man sich in einen Film hineinsteigert. Und der Schaitan sitzt immer daneben und gießt noch schön Öl in das Feuer. Das gilt ganz allgemein. Innerhalb der Familie, Ehepaare, Freunde untereinander. Schaitan möchte gar nicht, dass man Probleme miteinander beredet. Das ist der Trick. Und wenn man sowieso schon mit Leuten zusammensitzt, die alle dasselbe denken, dann werden die ihm auch bestätigen. Die werden sagen, ja, das stimmt. Du hast recht, unser Vater und Yusuf. Wie ist das? Das passiert, wenn man nicht miteinander redet. Als ich Lehrer war, habe ich die Schüler manchmal gefragt, gibt es irgendjemanden, der das nicht verstanden hat? Das hat natürlich keiner gesagt. Ah, ich war's. Man will sich ja nicht die Blöße geben. Aber die reden untereinander. Der geht ja zum anderen hin. Hast du das heute gecheckt? Ah, ich habe kein Wort verstanden. Die reden untereinander, aber sie kommen nicht zu dem Lehrer. Und dann kann daraus irgendwann eine große Sache werden. Ja, ich weiß, das kostet Überwindung. Aber wir sehen in der Geschichte von Yusuf, was daraus werden kann. Und die Brüder von Yusuf haben den besten Vater überhaupt. Es gibt keinen besseren als Jakob. Und dadurch, dass sie nicht mit ihm darüber reden, machen sie sich ein eigenes Bild. Und das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Sie urteilen einfach nur nach ihrem Gefühl, nicht nach der Wirklichkeit. Und sie sind felsenfest davon überzeugt. Woher wissen sie das? Sie reden doch über eine Angelegenheit des Herzens. Wie können sie in das Herz von ihrem Vater reinschauen und sehen, wen er mehr liebt? Woher sollten sie das wissen? Aber wenn man immer so zusammensitzt und man kann sich vorstellen, das war nicht nur an einem einzigen Tag, das ging wahrscheinlich über Wochen, dann steigert man sich in einen richtigen Film hinein. So passiert das. Und sie sagen das über Jakob, den Erben von Ibrahim. Wie? Inna abana lafi dalalin mubin. Unser Vater ist ohne jeden Zweifel in einem offenkundigen Irrtum. Er ist im Dalal. So weit kommt es. Nicht jeder ist heutzutage sicherlich wie Jakob. Aber grundsätzlich passiert das immer, wenn wir nicht über Gefühle und über Probleme reden. Wenn wir nicht auf jemanden zugehen können und können ihm sagen, hör mal zu, bei mir ist der und der Eindruck entstanden. Kannst du das bitte schon erklären? Und wie weit das gehen kann, sehen wir hier in der Geschichte von Yusuf. Die Brüder beschließen anschließend, Yusuf zu töten. So weit. So weit kann es gehen, wenn man Gefühle und Probleme nicht anspricht. Sie gehen hin und sagen, lass uns ihn töten. Am Ende ändern sie ihre Meinung, aber die Tatsache da alleine, dass sie bereit dazu waren, das sollte einem schon zu denken geben. Aber es passieren andere Dinge. Menschen werden nicht direkt getötet, aber eine Ehe geht zu Bruch. Eltern reden irgendwann nicht mehr mit ihren Kindern, Freunde nicht mehr miteinander. Und das fängt immer mit einer Sache an, dass man nicht über ein Problem miteinander redet. Damit fängt es immer an. Und diesen Film, in den man sich hineinsteigert, der hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Was für eine schräge Idee ist das? Sie gehen hin und töten Yusuf. Und glauben Sie wirklich, am Ende würde Ihr Vater Sie jetzt mehr lieben? Einfach, weil Sie das Problem Yusuf aus der Welt geschaffen haben? Unmöglich, wie man auf so eine Idee kommt. Aber das passiert. Das passiert genau dann, wenn man nicht darüber redet. Und man merkt, es ging hier gar nicht um Liebe. Sie wollten nicht das Herz ihres Vaters gewinnen. Liebe ist was ganz anderes. Es ging hier um Kontrolle. Sie wollten die Gefühle ihres Vaters kontrollieren. Und das ist eine toxische Angelegenheit. Und jede Beziehung wird ein einziges Giftfass, wenn die Gefühle nicht angesprochen werden und einer glaubt, er kann die Kontrolle über die Gefühle eines anderen ausüben. Das ist nur ein Vers aus Surat Yusuf. إِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Als sie sagten, Yusuf und sein Bruder sind beliebter bei unserem Vater und wir sind eine Gruppe von starken Männern. Unser Vater ist wahrlich im offenkundigen Irrtum. Es war nur dieser eine Vers. Aber aus diesem einen Vers
kann man ganze Familienprobleme erkennen. Das sind die Ayat, die man darin sieht, die man aus jedem Vers von dieser Sura ziehen kann. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ. Für die Menschen, die in Not geraten sind, hier in dieser Sura, finden sie einige Antworten. بَرَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا عَلَى حُسْنِ اسْتِمَعِكُمْ.